Nach der Gründung des Bistums Bamberg durch Kaiser Heinrich II. Errichtete der erste Bischof von Bamberg, Eberhard, im Jahr 1015 das Benediktinerkloster St. Michael, das als bischöfliches Eigenkloster fungierte. Infolgedessen war der jeweilige Abt ausschließlich dem Bischof von Bamberg unterstellt. Die Mönche, die zunächst auf den Michelsberg kamen, stammten aus den Klöstern Amorbach und Fulda. Die erste Blütezeit des Klosters fiel in das 12. Jahrhundert unter dem Bamberger Bischof Otto. Insbesondere durch die Heiligsprechung von Bischof Otto im Jahr 1188, der in der Klosterkirche beigesetzt wurde und als Förderer des Klosters galt, sowie durch den päpstlichen Schutz für die Abtei. Ab dem Jahr 1251 erlangte die Abtei Michelsberg eine wachsende Unabhängigkeit vom Bamberger Bischofsstuhl. Die Verleihung der Pontifikalien an die Äbte fand vor dem Jahr 1185 statt. Die wichtigste wirtschaftliche Basis des Klosters beruhte auf seinem umfangreichen Grundbesitz in 441 Orten des Bistums. Im 15. Jahrhundert wurde die Lebensweise der Mönche durch die Prinzipien der Kastler Reform vorübergehend wieder strenger an die Regula Benedicti angelehnt.